Ja, hallo ihr Lieben. Hallo und herzlich willkommen beim Insta-Live mit dem Gisecco-Talk. Gisecco bei mir, Bärl des Südens im Gespräch. Ja, schön. Damit ihr Zeit habt, ein bisschen dazu zu stoßen, schaue ich, dass ich meinen Gisecco-Gast hinzuhole. Und zwar mache ich das gleich. Genau. Tanja. Dadadam, da. Ich hoffe, dass das funktioniert. Eine ganz besondere Bärle wieder und diesmal eine Schweizer Bärle. Ja, da kommt sie schon. Hallo, Tanja. Hallo Tanja, es funktioniert. Ja, wunderbar. Ja, wir haben heute zwei Tanjas hier im Talk. Wie schön. Dynamische, junge, aufstrebende Powerfrauen. Super, Tanja, super, dass du da bist. Wir beginnen heute dann gleich mit dir. Und bevor wir beginnen, kurzer bisschen Überblick. So, was ist der Gisecco Talk? Wieso ist der jetzt auf Insta? Und ja, was machen wir da überhaupt? Okay? Wunderbar. Also für alle, die mich noch nicht kennen, bin ich Tanja Rowotzki. Bin schon seit ja fast ja über 18 Jahren, also bald werden es 19 Jahre, mit Ringana unterwegs, Network Marketing Unternehmen aus Österreich mit ganz vielen tollen frischen Lifestyle Produkten. Und ja, im Zuge dessen ist es mir auch gelungen, ein riesengroßes Team aufzubauen schon in den letzten Jahren. Und zwar ist mein Team jetzt an 20.000 Partner und Partnerinnen groß und das Ganze ja weltweit schon mittlerweile und bin natürlich irrsinnig stolz auf mein Team. Und da gibt es ein paar ganz besondere Perlen in diesem Team, die möchte ich ganz gern vor den Vorhang holen, dass sie ihre Geschichte erzählen, dass sie inspirieren, dass sie motivieren und dass sie einfach zeigen, wie das Ganze funktionieren kann, wie das für sie funktioniert hat, wie das auch für dich funktionieren kann. Und die Perlen des Südens, das ist so quasi, ja, meine, das sind so mein Inner Circle in meinem Team. Und die Bären des Südens, die haben ihren Anfang in Kärnten in Österreich genommen, sind jetzt weit verstreut schon, überall auf der ganzen Welt, auch in der Schweiz. Und deshalb freut es mich jetzt ganz besonders. Aber ich weiß nicht, Tanja, bist du die erste dann? Ich glaube, die zweite Schweizerin, die ihr jetzt im Talk habt. Gell? Ihr seid ein bisschen schüchtern und zurückhaltend, fällt mir auf. Gell? Weil Bären, Schweizer Bären gibt es schon einen Haufen. Ja, also echt viele. Ja, die Bären des Südens, die zeichnet aus, dass sie einfach wirklich Gas geben, dass sie mehr wollen vom Leben, dass sie einen Unterschied machen wollen im Leben, bei sich selbst, in der engeren Umgebung, aber auch in der Außenwirkung. Wir machen das, indem wir einfach im Miteinander mehr erschaffen. Das ist unser Motto. Wir haben ein Lieblingsgetränk, das ist der Chi. Deswegen heißt der Talk auch Gisecco. Wir trinken jetzt Chi-Wasser, glaube ich, hast du gesagt, gell, Tanja? Genau. Und mir ist es ein Chi-Tee, weil ich habe heute eh schon gesagt, es ist schon herbstlich bei uns. Der Nebel ist schon da über dem Wörthersee. Ja, und wir haben eine Perle. Also jede Perle des Südens bekommt von mir, wenn sie es denn nach Klagenfurt schafft, zum Nabel der Welt, oder bei dir hat es eine Ausnahme gegeben, gell, aber das erzählen wir dann später, eine Perle als Wertschätzung und als Anerkennung für die Leistung. Und für alles, was ja, sich daraus dann noch ergeben wird. Okay, jetzt kennt sich jeder aus, gell? Und jetzt kommen wir zu dir, liebe Tanja. Schön, dass du heute bei mir zu Gast gibst, zu Gast bist, nicht gibst, bist. Und wir fangen wie immer an, dass sich der Gast ein bisschen vorstellt, ein bisschen was von sich erzählt. Und deshalb meine erste Frage an dich, liebe Tanja. Wer ist Tanja Flogerzki? Flogerzi. Genau, das ist echt schwierig heute. Ich glaube, ich habe mal dein Dialekt schon internalisiert sozusagen. Aber egal. Also wer bist du? Wir schaffen das. Vielen Dank für die Einladung, liebe Tanja. Ja, wer hätte das gedacht? Bis letzte Woche hätte ich noch behauptet, ich gehe bestimmt nie live auf Instagram. So kann sich das ändern, wie so vieles im Leben. Ja, ich bin die Tanja, 46 Jahre alt, wie man hört aus der Schweiz. Ich lebe in Giessenstein. Das liegt zwischen Bern und Thun, sehr, sehr ländlich. Ich lebe hier mit meinem Partner, Hund und Katze.
denke, was mich auszeichnet, ist vielleicht, ja, dass ich immer ein bisschen anders unterwegs war. Also mit meinem Partner bin ich seit 24 Jahren unverheiratet, bewusst unverheiratet, bewusst ohne Kinder. Ja, und ich wollte immer, ich war immer so eine Suchende, sag ich mal. Ich bin es immer noch, aber langsam fange ich auch an zu finden. Ja, beruflich, ich habe immer sehr, sehr gerne gearbeitet. Das kann ich voraussagen. Also ich habe den klassischen Weg gemacht mit KV-Lehre, dann verschiedene Weiterbildungen, Personalfachfrau, ganz, ganz viele Kurse und Zusatzausbildungen im Sozialversicherungsrecht, Kinesiologie, Psychologie etc. Immer auf der Suche, was mich noch catchen könnte. Sehr viel gearbeitet, aber auch sehr viel gereist. Also ich war wirklich so das klassische Beispiel für sehr viel arbeiten in einem tollen Job, 3, 4 Jahre bis kurz vor, puh, jetzt geht's bald nicht mehr, dann gekündigt, immer ins Blaue hinaus gekündigt, und dann 3, 4, 5, 6 Monate mit dem Rucksack, mit meinem Partner auf der Welt unterwegs, Cool. dann wieder zurück. Wieder einen coolen Job gefunden, und wieder Vollgas gearbeitet, 3, 4 Jahre. Und dann, ich hatte immer so diese Wellenbewegung. Und jemand könnte jetzt sagen, ja, typisch HR, Personalfachfrau, das ist das Work-Life, ist es aber nicht. Ich finde diese Bezeichnung Work-Life-Balance, ich finde das etwas vom Schlimmsten, das es gibt. Ja. Weil ich immer sagte, nee, also ich habe nicht die Arbeit und das Leben, sondern ich habe einfach ein Leben und ich möchte das verbinden. Ha? Ja, und da habe ich auch beim Reisen, ich hatte ja immer das Gefühl, wenn ich jetzt wieder 3, 4, 5 Monate unterwegs bin, habe ich dann die große Erleuchtung, was ich machen will, wenn ich zurück bin. Und das funktioniert nicht. Also ich habe dann gelernt, okay, es ist wirklich der Weg, ist das Ziel und der Weg zeigt sich beim Gehen. Und das ist ja, so kurz zusammengefasst, wie das alles angefangen hat. Ja, spannend. Und du bist ja auch eine sehr aktive Umwelt- und Natur- und Tierschützerin und Ja, Liebhaberin genau. auch, gell? Ja, sehr, sehr. Ja. Das ist wirklich mein Herzensanliegen. Also wirklich so, ja, ich habe die Welt gesehen, also viel von der Welt gesehen. Ich liebe die Natur. Die Natur ist einzigartig und wir sind hier Gast. Auch wenn ich selber keine Kinder habe, möchte ich, dass die Welt weiter besteht. Für eure Kinder, für eure Großkinder, weil es einfach wunderschön ist, wenn man hier sein darf. Und es ist unsere Aufgabe, da zu schauen, dass das so besser wird wieder. Weil, genau. Ja, das war wirklich ein großes Anliegen. Ich habe dann meinen Job immer mehr reduziert auf lustigem Weg. Also ich wollte mal einen Silberring, ha? Und habe nichts gefunden. Vor 15 Jahren gab es Insta noch nicht. Und dann war per Zufall ein Schmuckkurs ausgeschrieben. Dann habe ich den besucht, habe gedacht, ich mache mir selber einen Ring. Wer hätte gedacht, dass eine HR-Leiterin plötzlich anfängt, Schmuck zu kreieren? Ha? Und so hat es angefangen, dass sich mein Berufsleben etwas geändert hat, habe meinen Hauptjob immer mehr reduziert, immer mehr mein Kreatives ausgelebt, mehr mit Tieren gearbeitet, habe noch eine Ausbildung zur Tiertherapeutin gemacht und war echt glücklich. Wirklich mit 40, 50% Brotjob. Ich hatte einen sehr guten Lohn, konnte mir das deswegen auch leisten. Habe dann aber irgendwann bemerkt, dass das schon zwei, ja, wie sage ich das jetzt? Also ich habe dann im Ende Jahr 19 habe ich meinen Hauptjob gekündigt, weil es ist auch so, wenn du dann nur noch 40% arbeitest irgendwann, dann bist du, hast du auch nicht mehr die gleiche Kraft in der Führung oder in der Leitung. Und dann habe ich bemerkt, ja, irgendwie macht mir das auch nicht so Spaß. Ich überlege jetzt mal, wie ich da weitergehen könnte. Habe dann im Winter nur meine Selbstständigkeiten gemacht, habe dann aber auch festgestellt, hey, jetzt bist du da in dieser Selbstständigkeitsfalle, das selber und ständig und das in einem Bereich mit Tieren, Tierschutz, Umweltschutz, kreativ, wo das Lohnniveau doch sehr tief ist. Genau. Wusste dann auch, ich kann mir das leisten. Ich hatte ein gutes Polster, aber ich bin dann
trotzdem, ich war damals erst etwas über 40. Ich wusste, irgendwann kippt das dann. Ha? Also, was soll ich tun? Und dann war für mich persönlich, das darf ich nicht, fast nicht laut sagen, aber für mich persönlich war das wirklich das Glück, dass Corona kam. Plötzlich stand sie der Tür. Ich war da und ich hatte Zeit. Ich hatte viel Zeit. Ich habe angefangen zu meditieren. Ich habe gedacht, ja, dann nutze ich die Zeit wenigstens. Eine Freundin hat mich da zu einem Kurs eingeladen. Dann kann ich sagen, ja, habe ich wenigstens etwas Gutes da. Genau. Beim Meditieren entstehen ja oft die schönsten und größten Dinge, gell? Und da hast du eine Eingebung gehabt, sozusagen, gell? Ja, genau. Und das war wirklich einmal an einem Morgen so diese geführte Meditation. Und dann wurde mir bewusst, hey, ja, ich kann so weiterleben wie jetzt. Ich habe einen tollen Alltag mit allem, was mir wichtig ist. Aber auf Dauer will ich wieder mehr bewegen können. Ich will andere mitnehmen können und ich will auch wieder mehr verdienen, weil durch das, dass ich weniger verdient habe, konnte ich weniger spenden. Ich konnte weniger Startups unterstützen. Ich merkte, hey, ich will mehr und ich gehe nicht in meinen HR-Job zurück. Ich habe das 20 Jahre gemacht, das war toll, aber ich mache es nicht nochmal 20 Jahre. Ja? Und dann habe ich mich erinnert, dass ich über Facebook mal einen Typen kennengelernt habe, auf ganz lustige Wege, der mir erzählt hat, dass er sich für Umweltschutz, Nachhaltigkeit, ethische Arbeitsformen einsetzt und mit einer coolen österreichischen Firma zusammenarbeitet. Der liebe Lukas. Der liebe Ich habe ihn Lukas. angerufen. Noch in meinen Meditationsklamotten habe ich ihm geschrieben, ob ich ihn anrufen kann, ob er mir seine Nummer hat. Und dann hat er mir erzählt, was er tut. Und zuerst dachte ich so, hey, will der mich jetzt verarschen? Jetzt erzählt der mir irgendetwas von Kosmetik und Cremes? Wenn der mich kennen würde, ich bin froh, wenn ich ohne Tierhaare an mir zum Haus rauskomme. Ich bin doch keine Kosmetik-Tussi, oder? Aber irgendetwas, was er gesagt hat mit diesem Ethik, Nachhaltigkeit, selbstbestimmt, frei arbeiten, das hat mich gecatcht und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich sage heute wirklich, zum Glück hatte ich Zeit und ich hatte keine Ausrede. Und du hast viel recherchiert und Ich viel gelesen. 3 Wochen. Ich habe praktisch jedes Buch gelesen, was es gibt. Ich habe gegoogelt. Ich hatte keine Ahnung von, ich komme aus der HR-Branche, ich hatte keine Ahnung von Network Marketing, nur all diese Vorurteile, die man so hört von, aber ich hatte keine Ahnung, was das wirklich ist. Und ich habe recherchiert und ich habe den, ich glaube, es gibt niemanden, der so stark den Haken gesucht hat wie ich. Und je mehr ich gesucht habe, desto begeisterter war ich. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist genau das, was ich immer gesucht habe. War beeindruckend. Also ich kriege Gänsehaut, gell, wenn ich solche Geschichten höre. Wow, und das war in der Corona-Zeit. Und dann bist du Partnerin geworden. Und ja, und dann hast du gleich losgelegt eigentlich auch, gell? Was ich weiß. Ja. Also bei mir war es so, ich komme, also ich liebe Tiere, ich liebe die Umwelt. Ich habe immer darauf geschaut, dass ich nachhaltige, tierversuchsfreie, vegane Produkte habe. Aber ich war wirklich auch an einem Punkt, wo ich echt frustriert war, weil ich bemerkt habe, das ist so viel Greenwashing. Wenn man da genauer schaut, und es gibt ja viele Apps, also man kann schauen, wenn man will, dann ist es, will man nicht, was da drin ist. Ha? Ich war wirklich auch aktiv auf der Suche nach Produkten für mich. Und ich habe mir dann gesagt, okay, wenn die Produkte nur halb so gut sind wie die Firma und alles, was ich jetzt über die Firma recherchiert habe, dann will ich das und dann spreche ich eh darüber, weil es gibt nichts Vergleichbares auf dem Markt. Also ich habe den Partnerantrag unterschrieben, ohne ein Produkt zu kennen und habe als Partnerin meine erste Produktbestellung gemacht, musste eine Woche warten, bis die da war in der Schweiz, unser Schweizer Zoll. Ha? Ja. Und seitdem bestimmt es mein Leben, also sowohl die Produkte wie auch das Business. Super. Ja. Und du bist ja auch relativ zügig auch erfolgreich gewesen. Also, wo man so sagt, so unser Marketingplan, so in diesen Zielstufen, bist du ja gleich radikal nach oben marschiert.
Ja, also ich hatte wirklich, ich ging da einfach los, weil ich sagte, das muss jeder erfahren, vor allem alle meine Freunde, die auch die gleichen Vorstellungen betreffend Ethik, Nachhaltigkeit, Tierschutz haben. Ich habe das jedem erzählt. Und ja, das erste Jahr war wirklich ein Spaziergang. Ich habe da die Mitte des Zielstufenplans von unserer Firma erreicht. Ich hatte mega viel Spaß. Tolle Menschen wieder um mich. Eigentlich war ich ja an einem Punkt, wo ich nur noch mit Tieren wollte und nicht mehr mit Menschen. Ja, und dann war das war echt, echt leicht. Und nach, ja, über einem Jahr, ja, ich wurde auch eine Perlin des Wurdest du Südens, das hat mich nach Realität? natürlich wahnsinnig berührt, ja, genau, weil, ja, du warst für mich, ja, ich habe das alles gar nicht so mitbekommen hier in Giessenstein. Ich lebe hinter zwei Wäldern, also, oder ich bin da, ja. Heidi. Genau. Und, ja, was ist dann passiert? Bei mir hat sich privat viel verändert, also meine Mutter wurde schwer krank. Und das war dann wirklich, ja, das waren 2 Jahre bis zu ihrem Tod, die wirklich sehr, das wirklich sehr herausfordernd war für mich. Ich weiß nicht, wer das schon erlebt hat, da passiert einiges. Man denkt, man ist vorbereitet, aber so mit Eltern, dann ist dann doch, plötzlich kommen da Themen wieder an die Oberfläche, von denen man dachte, dass man sie schon lange für sich geklärt hat. Und das war dann nicht so. Okay, das heißt, du hast dann einfach echt, auch in deinem Business ist es schwer gewesen dann und es war generell einfach dann. Ja, also in dem Moment dachte ich natürlich, es sei schwer und ich bleibe stehen, weil ich auch die Energie nicht hatte. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, für mich war es ein Riesengeschenk, dass ich dieses Business hatte, weil ich konnte mir Zeit nehmen. Ich konnte bei meiner Mutter sein, wenn ich wollte. Ich konnte mit meinem Hund länger in die Natur spazieren gehen. Ich musste nicht funktionieren wie früher in einem Führungsjob. Also das ist natürlich ein Riesengeschenk, das ich hatte. Und auch die Community, also mein Team, ich hatte ja schon ein Team und als ich keine Energie hatte und für einen Teamabend zu organisieren, dann hat es einfach jemand aus dem Team gemacht. Und zuerst dachte ich, oh, ich kann gar nicht, ich mag nicht. Und dann geht man trotzdem und spürt diese Energie von diesen wundervollen Menschen und das hilft. Das hilft Also, voll. Du, und ja. nach dem Tod deiner Mutter ist es ja dann wieder bergauf gegangen. Das war dann im Januar 23 ist meine Mutter verstorben. Dann hat man natürlich auch noch viele andere Themen. Aber ich habe mir dann wirklich überlegt, okay, was will ich? 100% zurück in meinen Karrierejob, kein Thema. Selbstständig, in meinen Bereichen, alleine immer, in einem doch tiefen Lohnniveau. Auch kein Thema. Also, was ist meine Alternative? Jemand Schlaues hat mal gesagt, frag dich, was ist deine Alternative? Und dann wusste ich, ja, Ringana ist genau das, was meine Werte widerspiegelt. Diese Ethik, Sinnhaftigkeit, diese Freiheit, von überall aus arbeiten zu können. Ja? Das ist wirklich das, was ich mir erschafft habe. Einer meiner Treiber ist wirklich, erschaffe dir ein Leben, von dem du keinen Urlaub brauchst. Und mir wurde bewusst, dass ich mir das erschafft habe, auch dank Ringana. Also ich konnte alles jeden Tag so formen, wie es für mich gepasst hat. Und ja, ich habe einfach weitergemacht. Dann habe ich gesagt, und jetzt geht es auch wieder einfacher, weil die 2 Jahre, ich bin nicht stillgestanden. Da hat sich sehr, ich sah so aus für mich, aber innerlich hat sich so viel getan, oder? Und dann ging viel weiter. Absolut. Ja, das ist ja nur, man braucht einfach Zeit, einfach dann in solchen herausfordernden Zeiten für andere Dinge. Aber es tut sich ja ganz viel. Und du bist ja dann nach dieser Entscheidung auch wieder loszulegen, voll auch in die nächste Zielstufe wieder gegangen. Hast jetzt, glaube ich, ein Team von an die 100 Personen, gell? Und ja, brennst ja auch für Themen, gerade auch in der Schweiz, wenn wir früher geredet haben, was zeichnet denn das wirklich, also was spricht denn wirklich dafür, mit Ringana in der Selbstständigkeit zu sein, gell? Kannst du das auf zwei, drei Punkte so ein bisschen zusammenfassen für dich, was deine Erkenntnisse da sind? Also ich
habe das bemerkt in meinen HR-Jobs, die Menschen sind sehr stark auf Titel, also in der Schweiz. Je unverständlicher, desto besser, weil dann ist man sicher noch wichtiger. Und auf Sicherheit. Sicherheit ist wirklich ein großes Thema in der Schweiz. Und das ist so eine trügerische Sicherheit. Viele denken, wenn sie in einer Festanstellung sind, sind sie sicher. Und ich weiß, ich war so oft, saß ich am Tisch und musste Mitarbeitern kündigen. Und ich wusste in dem Moment genau, eigentlich müsste der Vorgesetzte gehen und nicht der Mitarbeiter. Aber der Vorgesetzte ist in einer anderen Position. He? Also diese trügerische Sicherheit, das nicht. Und das ist das eine. Und das andere ist wirklich auch, wir haben ein tolles Sozialversicherungssystem in der Schweiz. Wenn man von 18 oder von 20 bis 65 bis zur Rente 100% oder 80% arbeitet. Wir wissen aber alle, oder viele, das ist in den seltensten Fällen der Fall. Vor allem, ja, leider noch bei Frauen. Reisen gibt es auch Männer, die Auszeiten nehmen oder sich selbstständig machen. Aber viele Frauen bekommen halt die Kinder und dann sind die Frauen zu Hause und gehen nur noch in einen Teilzeitjob zurück. Und ganz, ganz vielen ist nicht bewusst, was das dann bedeutet in der Rente. Ha? Wir sind nicht so gut abgesichert, die meisten, wie wir denken. Ich hatte das Glück, dass ich ein sehr gutes Einkommen hatte und ich konnte viele Jahre 40, 50% arbeiten, weil ich in den Sozialversicherungen überall noch im Überobligatorium war. Aber ich wusste auch, wenn ich jetzt bis 65 so weitermache, irgendwann kippt das. Und dann sieht das dann echt nicht mehr so rosig aus. Und das ist mir ein Riesenanliegen, dort aufzuzeigen, dass es für alle toll ist, wenn man noch ein anderes Standbein hat. Das heißt nicht für jeden, dass er den Hauptjob aufgeben muss, wie das bei mir der Fall war. Man kann das nebenbei machen. Ja, weil Altersvorsorge ist ein großes Thema, was er natürlich ja, mit 40, 50 oft noch gar nicht so bewusst ist, gell? Aber du hast das einfach gerade als Personalverantwortliche einfach wirklich auch erlebt, gell? Und deswegen merke ich ja, das ist bei dir ein totaler Thema und wir haben im Vorfeld ja geredet, gell? Es gibt ja in der Schweiz jetzt auch keine Karenz, gell? Sondern diese 16 Wochen Mutterschutz und dann muss man eigentlich wieder zurück gleich. Also es gibt, meine Schweiz, ich glaube, die arbeiten einfach auch sehr, sehr viel. Ob sie es gern machen, ist jetzt eine andere Frage. Das können wir mir jetzt nicht beurteilen. Aber wie erlebst du das jetzt für dich in der Schweiz mit den Schweizern unter Freude und im Alltag und Also ich persönlich kenne ganz, ganz wenige Personen, die wirklich ihre Leidenschaft im Beruf leben. Ganz wenige. Mein Vater ist so ein glückliches Beispiel, den ich dafür bewundere. Aber ich kenne wirklich ganz wenige. Ich kenne mehr Menschen, die sagen, ja, der Job ist gut, ich verdiene gut, ich kann mir tolle Ferien leisten und teure Hobbys leisten und arbeiten muss ja jeder. Und ich finde das so schlimm, diese Aussage. Ja, aber wir können uns ja für das einsetzen in unserer Arbeits- und Lebenszeit, das uns wirklich am Herzen liegt, oder? Und das sind so viele Stunden. Und ich erlebe das oft jetzt gerade auch im Tierschutz oder es gibt so viele Menschen, die wirklich tolle Dinge leisten, aber für das kein Geld bekommen. Dass das, was wirklich Sinn machen würde, gell, für das wird nicht, gibt es niemanden, der was bezahlt, gell? Genau. Ja, und deshalb wäre es schön, wenn man da eine Brücke hätte, gell? Das ist nicht der Entweder-Oder, entweder Karriere oder auch Dinge, die einem am Herzen liegen, sondern sowohl als auch, gell? Und da bist du ja in der Schweiz dann quasi Meinungsbildnerin, gell? Und gehst da vielleicht raus und kannst da bei einigen was bewegen, dass da einfach ein Umdenken auch stattfindet, dass es auch geht, Dinge zu bewegen, die einem wirklich wichtig sind und auch für die Umwelt und Natur und Zukunft alles wichtig ist und trotzdem auch gut zu verdienen. Ja, definitiv, definitiv. Ja, und einfach auch dies, weiß ich, finde es immer so schockierend, wenn wir schauen, das Jahr hat 52 Wochen, hä? Und wenn ich sehe, wie zum Teil Reisen und Ferien geplant werden, das sind dann 2, 3, 4 Wochen im Jahr. Und die restlichen 48 Wochen, ja, sind halt einfach so. Und das geht nicht. Ja, wir wissen alle nicht, wie viel Zeit wir auf dieser Welt haben. Ja, und deshalb, ja,
muss man jeden Moment sehr bewusst wahrnehmen. Liebe Tanja, du bist ja eine Perle des Südens in der Schweiz, gell? Wie nimmt man das in der Schweiz wahr? Weil es ist ja doch jetzt quasi weit weg und die ganzen Weihnachtsfeiern. Ich glaube, du warst ja noch nie, gell? Andere Schweizer kommen ja immer wieder. Aber gibt es da Vernetzung, Austausch oder wie erlebst du dich als Perle des Südens oder könnte da mehr? Ja, also ich bin da wirklich, ich persönlich bin da wirklich noch weit weg. Ich weiß noch, als ich ganz frisch Wedding Gala Partnerin habe, habe ich ein Incentive gewonnen, teamintern, und ich habe ein Paket bekommen mit einem Buch von, ich glaube, das war von der Iris, aber mit einer Widmung von dir drin. Und das war für mich dann schon so, boah, krass, die Tanja Dobowski und ein, oh, ich habe viele Bücher, aber noch keine, also wenig persönliche Widmungen in den Büchern. Das hat mich dann schon sehr berührt, weil ich so gedacht habe, ah, da, ja, das ist schon weit weg, aber vielleicht doch nicht so weit weg, wie ich manchmal das Gefühl habe. Vernetzung mit den Perlen des Südens ist für mich noch nicht so da. Also wir hatten da ja mal das Treffen in der Schweiz und das war richtig cool. Da habe ich wirklich die meisten Perlen des Südens zum ersten Mal live getroffen von der Schweiz. Schweizer, Der genau. dich und die Tina und das war wirklich ein echt sehr, sehr schöner Anlass. Ich weiß nicht, ob das das Schweizer Denken ist oder das Giessensteiner Denken, das ich habe. Die meisten Perlen sind in Zürich oder Region Zürich und das ist so weit weg. Das ist 1,5 Stunden Oh mein Autofahrt. Gott, das ist ja extrem weit Ja. weg. Oh, okay. Die vielen Berge. Nee. Ja, ich Genau, genau, weiß genau. Nee, aber ich habe jetzt die Hoffnung, ich habe gehört, die Rahel, die auch schon bei dir im Ciseco Talk schon. war, die ist Genau. hier an den Thunersee gezogen, wenn ich da richtig informiert bin. Also. Ja, ich denke, da der Austausch mit den Perlen des Südens in der Schweiz kann ausgebaut werden. Ja, Und das ist auch ein Appell, den ich da jetzt gleich nutzen möchte oder halt den Rahmen, den ich für diesen Appell nutzen möchte, weil die Schweizer sind so tough, ja, wirklich. Ihr seid so coole Ladies, gell? Ich weiß nicht, ob es dort schon so viele Männer gibt, aber die Perlen, glaube ich, sind nur weiblich einmal, die Perlen des Südens in der Schweiz. Ihr habt so einen Fokus, so einen Bock, auch was zu bewegen. Ihr habt solche Herzensthemen, die euch da einfach begleiten, gell? Aber wenn ihr euch mehr zusammentun würdet, gell, boah, das wird ganz Schweiz plötzlich nur mehr noch mit Sinn und Sein präsent sein. Also, ja, und wenn die Rahel jetzt bei dir in der Nähe ist, also haut euch auf ein Backel, wird die Kärntnerin sagen. Also tut euch zusammen und bewegt in der Schweiz wirklich, ja, etwas, was euch am Herzen liegt und bringt das Ringana-Business und die Produkte noch mehr unter die Leute, weil ja, zu zweit ist leichter wie alleine und wenn es eine ganze Gruppe ist, dann geht es noch leichter. Und ja, und ich habe wirklich Lust, da wieder mal in die Schweiz zu reisen. Ja, ich habe eh, braucht es nur was organisieren und wir kommen. Gell? Die Dina kommt sicher wieder mit, vielleicht auch die Silke oder die Iris. Gell? Und ja, dann machen wir wieder was Cooles. Das wäre mir jetzt damals sehr, sehr gefallen. Also, war cool. Ja, das wäre sehr schön. Ja, das ist wirklich sehr schön. Und es ist sehr wertvoll, diese Treffen. Das ist so, das ist so. Ja, und in der Schweiz gibt es wirklich echt noch viel zu tun. Wir haben ja wirklich, wir haben die wunderbare Natur vor der Haustüre. Ja? Und da wirklich noch mehr zu sensibilisieren, wie jeder von uns es in der Hand hat, wie es mit dieser Natur weitergeht. Gell? Das ist, ja. Du und persönlich hast du noch als, weil sind wir eigentlich schon quasi am Ende, also genau am Ende des Giuseppe Talks, eine persönliche Botschaft noch, die dir am Herzen liegt, die du in Ja, der Community teilen möchtest. ich könnte noch so viel sprechen. Ja, mir liegt wirklich am Herzen. Ich erlebe oft, dass man hier, vielleicht hier in der Schweiz das Gefühl hat, entweder Karriere, Vollgas arbeiten oder völlig aussteigen, dem Herzen folgen und dann etwas Gutes, ja, und damit leben, dass man wenig Geld hat, he, und wenig bewirken kann. Und das ist wirklich so mein Appell an alle da draußen, die daran glauben, dass wir auch mit gut
tun, mehr Geld verdienen können und dass alle profitieren können. Also alle, die im Tierschutz sind, scheint hier so ein. Es gibt, ja, einige wissen nicht, wie sie Ende Monat die Tierarztrechnungen bezahlen sollen und denken, das ist normal, weil sie ja etwas Gutes tun und das ist schlecht bezahlt. Und das stimmt einfach nicht. Man kann mit gutem Tun Geld verdienen, hä? Und man kann Mittel finden, ja. Aber vielleicht kennen viele noch Ringana nicht. Das heißt, da muss man noch mehr in der Schweiz rausgehen damit, gell? Weil ich glaube, das ist schon ein Thema, dass einfach oft so, ja, Geld verdienen wird angesehen, als das kann nur ja, an Missbrauch an Natur und Umwelt und Tier passieren. Dabei, Ringana zeigt es vor, dass es anders geht und wer mehr hat, der kann dann auch mehr geben, gell? Genau. Ja, und auch das im Alltag jetzt anfangen, oder? Weil am Schluss zählt nicht, was wir alles noch tun wollten, ne? Sondern zählt, was wir getan haben. Und wir wissen nicht, wie lange wir Zeit dafür haben. Also. Aber das war jetzt wirklich ein wunderschöner Abschlusssatz, den ich eigentlich fast noch einmal wiederholen möchte, wenn ich darf. Also am Ende zählt nicht, was wir alles tun wollten, sondern das, was wir getan haben. Wow. Ja, liebe Tanja, mit viel Tiefe beenden wir jetzt den Giseko Talk. Vielen, vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Leider nicht live, aber ich weiß, der Weg ist weit, aber zumindest digital. Vielen Dank und ich wünsche dir und deinem Team ganz viel Erfolg noch weiterhin, dass ihr ganz viele Menschen noch ja, aufrufen könnt, sich Ringana anzuschließen und dass ihr da einfach auch zeigen könnt, dass es auch möglich ist, mit einem tollen Vorzeigeunternehmen, was Ethik und Nachhaltigkeit betrifft, wirklich Großes zu bewegen, zu bewirken und auch gutes Geld zu verdienen. Definitiv. Danke, Oh. dass ich da sein durfte. Danke, liebe Tanja. Ja, meine Lieben, das war's heute mit dem Giseko-Talk. Es geht, glaube ich, ja, eh bald in 2, 3 Wochen dann gleich wieder weiter. Und ich sage danke fürs Dabeisein und einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch alle. Tschüss! Tschüss.